Namaskar, Guruji. Ich habe eine sehr kleine Frage. Gibt es Karmas? Fragen sind nur so. Gibt es Karmas und wie beeinflussen sie unser Schicksal? Lasst uns das verstehen. Karma bedeutet Handlung. Wenn du also Karma sagst, beziehst du dich auf Handlung. Es gibt vier Arten von Handlungen, die du genau jetzt ausführst, während du hier sitzt. Dein Körper tut etwas, körperliche Handlung. Dein Verstand tut etwas, mentale Handlung. Deine Emotionen tun etwas, emotionale Handlung. Deine Energien tun etwas, Energiehandlung. Diese vier Dimensionen der Aktivität laufen jeden Moment deines Lebens ab. Sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf geht es vor sich. Seit heute Morgen, seit der Zeit, als du aufgewacht bist, ich erlasse dir die Zeiten, als du geschlafen hast, von der Zeit, als du aufgewacht bist, bis zu diesem Moment. Wie viel davon, welchen Prozentsatz dieser vier Handlungen bist du dir bewusst? Das ist eine Frage. Wie viel Prozent glaubst du, bist du dir bewusst, von morgens bis jetzt, diese vier Arten von Handlungen? Deutlich unter 1%, nicht wahr? Also 99 plus von deinem Karma, deiner Handlung, ist unbewusst. Angenommen, ich nehme unbewusst etwas und werfe es so überall hin und es fällt immer wieder auf meinen Kopf. Ich glaube, es wurde vom Himmel fallen gelassen, weil ich unbewusst darüber bin, dass ich all diese Dinge werfe. Wenn 99% deiner Handlungen oder über 99% deiner Handlungen unbewusst sind, denkst du immer, dass dir etwas angetan wird, nicht wahr? Warum Menschen seit Ewigkeiten darüber reden, bewusst zu sein, ist einfach das. Wenn du es auf 2% erhöhst, plötzlich sieht es so aus, als läge dein Schicksal in deinen Händen. Wenn du Beherrschung über deinen physischen Körper hast, werden 15-20% deines Lebens und Schicksal in deinen Händen sein. Wenn du Beherrschung über deinen Verstand hast, sind 50-60% deines Lebens und Schicksals in deinen Händen. Wenn du Beherrschung über deine Lebensenergien hast, sind 100% des Lebens und Schicksals in deinen Händen. Jetzt findet deine Intelligenz oder deine Gedankenstruktur auf viele Arten Ausdruck. Ich weiß in englischer Sprache, wenn man Geist sagt, ein Wort, es soll alles abdecken. In der yogischen Art, die Dinge zu betrachten, betrachten wir den menschlichen Geist als 16 Teile. Ich werde jetzt nicht auf die 16 eingehen. Wir werden sie in vier Abschnitte unterteilen. Die vier Segmente heißen Buddhi, Ahankara, Manas und Chitta. Buddhi bedeutet der Intellekt. Intellekt ist ein scharfes Messer. Je schärfer er ist, desto besser ist er. Die Art des Intellektes so, er muss alles sezieren, um etwas zu wissen. Das ist die Natur des Intellekts. Weil unsere moderne Bildung vollständig intellektorientiert geworden ist, wurden andere Dimensionen der Intelligenz von der heutigen sogenannten Bildung völlig ignoriert. Alles läuft über den Intellekt. Was das bedeutet ist, wenn ich dich wirklich kennenlernen will. Ja, das ist der einzige Weg, wie der Intellekt etwas wissen kann. Schau, wenn du diese schöne Blume einem Wissenschaftler gibst, wird er sie in viele Teile auseinandernehmen und dir viele Dinge über diese Blume erzählen. Die einzige Sache ist, dass er die Blume nicht erfahren wird, wie sie ist, als was sie ist. Er weiß nicht, was eine Biene weiß. Aber er weiß viele andere Dinge, weil dies die Natur des Intellekts ist. Wenn du jemanden wirklich liebst, musst du ihn sezieren, verstehst du mich? Ich sage dir, das ist der Weg, den wir jetzt gehen. Unser gesamtes Bildungssystem, unsere Kulturen werden intellektuell. Wenn es intellektuell wird, was auch immer dir gegeben wird, hilflos wirst du es sezieren. Deshalb haben Menschen solche Probleme mit menschlichen Beziehungen. Denn wenn du jemanden sezierst und betrachtest, scheint niemand in Ordnung zu sein, einschließlich du selbst. Ja, wenn du sie einbeziehst, wenn du sie umarmst, kennst du vielleicht etwas Schönes darüber, wer sie sind. Aber wenn du sie sezierst, sind alle hässlich. Ja oder nein? Nun, die nächste Dimension heißt Ahankara.
Ahankara bedeutet, es ist deine Identität. Ich weiß, es wird weitgehend als Ego interpretiert. Nein, es ist deine Identität. Egal welche Identität du angenommen hast, dein Intellekt wird alles tun, um diese Identität zu schützen, immer. Wenn du stark denkst, ich bin ein Mann, wird er versuchen, dein maskulines Geschlecht zu schützen. Wenn du sagst, ich bin eine Frau, wird er versuchen, dein feminines Geschlecht zu schützen. Wenn du sagst, ich bin ein Inder, schützt er das. Wenn du sagst, ich bin ein Afrikaner, schützt er das. Egal welche Identität du auch annimmst, dein Intellekt wird immer versuchen, diese zu schützen. Er arbeitet um das herum. Unabhängig davon, welche Art von Identität du also annimmst, es handelt sich um eine bestimmte Art von Vorurteil. Nein, nein, ich bin sehr weitherzig. In Ordnung, du hast ein weites Vorurteil. Aber es ist ein Vorteil. In dem Moment, in dem du mit etwas identifiziert bist, kannst du nicht anders, weil dein Intellekt um dieses Etwas herum funktioniert. Die nächste Dimension der Intelligenz heißt Manas. Manas bedeutet, es ist ein riesiges Silo an Erinnerung. Es gibt 8 Formen der Erinnerung. Lass mich nicht auf alle eingehen. Aber es ist klar, es gibt evolutionäre Erinnerung. Das heißt, schau, wenn du eine Mango isst, geht sie in dich hinein und wird zu einem männlichen Körper. Wenn eine Kuh ein Mango isst, geht sie in die Kuh hinein und wird zu einem Kuhkörper. Dies liegt daran, dass es eine bestimmte Form von evolutionärer Erinnerung in dir gibt. Wenn diese Erinnerung nicht stark wäre, plötzlich würdest du eine Mango essen und du könntest eines Tages ein Affe werden. So etwas ist noch nie einem Lebewesen passiert, weil die evolutionäre Erinnerung so stark ist und präsent, dass sie nicht für einen Moment ins Wanken gerät. Du magst viele Dinge in deinem Kopf denken, aber die evolutionäre Erinnerung hat nie auch nur einen Moment in deinem Leben gewankt, nicht wahr? Egal, auch wenn du Hundefutter gegessen hast, bist du nicht zu einem Hund geworden, ja? Die nächste ist eine genetische Erinnerung. Wenn wir jetzt Erinnerung sagen, denken wir immer, es ist hier. Nein. Jede Zelle in deinem Körper trägt 1 Billion Mal mehr Erinnerung, als dein Gehirn zu tragen imstande ist. Erinnerst du dich, wie dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater ausgesehen hat? Das tust du nicht, aber seine Nase sitzt auf deinem Gesicht. Das tut sie. Vor Millionen Jahren, wie deine Vorfahren waren. Dein Körper erinnert sich noch, nicht wahr? Du lebst jetzt in Afrika. Sie wurde nie verwirrt. Selbst der Ton der Haut, sie wurde nicht verwirrt. Sie dauert an. Wenn du weitere Millionen Jahre hier lebst, wird es immer noch fortfahren, sich zu erinnern, wie es war, nicht wahr? Es gibt eine genetische Erinnerung. Da sind also bewusste Erinnerungen, unterbewusste Erinnerungen, unbewusste Erinnerungen, viele Schichten der Erinnerung. Aber es gibt ein Silo der Erinnerung. Wenn die Erinnerung und der Intellekt getrennt werden, dann ist der Intellekt nutzlos. Dein Intellekt sieht nur deshalb schlau aus, weil er ständig von der Erinnerung, die du trägst, gespeist wird. Daher bedeutet heute, klug zu sein. Weißt du was? Wenn du zur nächsten Dinnerparty gehst, weißt du, was du tust? Das ist, was heutzutage jeder tut. Sie öffnen das Internet. Verstehst du? Sie googeln es raus und sehen Galaxie Z65. Einige Details über Galaxie Z65. Niemand weiß, ob sie wirklich existiert oder nicht. Einige Details darüber. Wie weit ist die Entfernung? Wie viele Millionen Lichtjahre sind es? Und dann während der Dinnerparty, nur beiläufig wirfst du es ein. Kennst du Galaxie Z65? Ja, die Leute sehen nur so schlau aus jeden Tag. Ohne Erinnerung ist dein Intellekt also nicht zu gebrauchen. Deshalb versuchen wir die ganze Zeit, unsere Erinnerung aufzustocken, weil man ohne Erinnerung dumm vor anderen aussieht. Aber es gibt eine andere Dimension der Intelligenz namens Chitta, die von Erinnerung unbefleckt ist. Es ist keine Jota Erinnerung drin. Es ist reine Intelligenz. Nun, was Erinnerung bedeutet, ist, dass alle deine Begrenzungen durch deine Erinnerung festgelegt sind. Bitte versteh das. Du sagst, das ist mein Land. Wie? Du hast deine Erinnerung so festgemacht. Du sagst, das ist mein Körper. Dieser Körper hat eine Struktur und ein Gefüge. Ja oder nein? Verstehst du, was ich sage? Im Moment nimmt er diese menschliche Form an. Was auch immer wir an Essen hineingeben, er nimmt diese menschliche Form an, weil er eine bestimmte Art von Erinnerung hat. Nie wird er wie ein Elefant werden. Du kannst es versuchen, aber die Leute versuchen es, aber es funktioniert nicht, weil es eine richtige Struktur oder Begrenzung der Erinnerung gibt.
Deine Vorstellungen jeder Art von Begrenzung werden nur durch die Erinnerung festgemacht, die du trägst. Aber es gibt eine Intelligenz in dir, wo es keine Erinnerung gibt. Wenn du diese Dimension der Intelligenz berührst, dann wird diese Sehnsucht zu expandieren in dir verschwinden, weil du grenzenlosen Zugang zum Kosmos gefunden hast. Im Yoga haben die Yogis eine schelmische Art, das auszudrücken. Sie sagen, wenn du deinen Chitta berührst, dann werden Götter deine Sklaven. Das ist eine schelmische Art, es zu sagen.